Mein Tagebuch aus dem Jahre 12.300 vor Christus von Seltsam Kenzi Video, oder de Seltsam Kenzi. Heute, im Jahre 12.300 vor Christus, möchte ich nochmal einen Eintrag in mein Tagebuch machen. Wie ich ja in meinem Tagebuch in dem letzten Eintrag von vor 50 Jahren berichtet hatte, wenn ich nach Uruk in Arata verzogen, da ich mir als Rentner die teuren Wohnungen in Ägypten oder in Mayareich nicht mehr leisten konnte. Aber wie es so ist, in Uruk in Arata wurde ich jetzt auch nicht mehr, sondern musste quasi fliehen, weil sich die politischen Verhältnisse dort total verändert haben, und ich jetzt im Inka-Reich als Nachtwächter für die geheime Hauptstadt Makupiku arbeite, um hier etwas noch dazu zu verdienen. Wir leben heute im Jahre 12.300 vor Christus in einer Welt, wo es uns noch nie so gut gegangen ist und wo die Wirtschaft und alles im Überfluss vorhanden ist. Ägypten ist inzwischen zum Nabel der Welt geworden, auch wenn die technischen Errungenschaften immer noch aus dem Maya-Reich ausgehen. Der Neid auf unser Wirtschaftswunder hat offenbar andere dazu erweckt, an dem Reichtum teilhaben zu wollen. Im Norden von Arata hat sich ein völlig neues Reich gebildet, die sich Mesopotamien nennen und nunmehr mit ihren Kriegen nach Osten ziehen, um dort andere friedliche Länder zu unterjochen. Ich traute meinen Augen nicht, als ich morgens aufwachte, stehen auf unserem Hauptplatz in Uruk reihenweise Krieger aus Mesopotamien. Man hat unseren Führer, den Herrn Enmerkar, verhaftet und mitgenommen, und seitdem ist er spurlos verschwunden. Wahrscheinlich hat man ihn einfach in den Persischen Golf geworfen. Jedenfalls waren wir auf einmal im Reich von Arata Bürger des Nordstaates Mesopotamien. Dann ging es los, die Mesopotamien wollten uns ihren Glauben aufzwingen, wir sollten nunmehr ab sofort weder an die Sterne, noch an die Sonne, sondern an den Halbmond glauben. Ganz offensichtlich haben hier die Mesopotamien einen Glaubenskrieg angezettelt, um uns zu ihrem Glauben zu zwingen. Ich habe das abgelehnt, und habe meine Umzugskartons gepackt und bin hier ins Inka-Reich nach Cusco gezogen. Ich habe ja schon viel erlebt. Damals, als wir von der Eiszeit durch den Klimawandel in die Hitzeperiode gelangten, meine Eltern und in der Schule hat man mir den Glauben an die Sternengötter beigebracht, dann sollte ich nach dem Klimawandel auf einmal an die Sonnengötter glauben, und jetzt kommt schon wieder eine neue Religion, und ich soll an die Götter des Halbmondes glauben. Das ist mir einfach zu viel, und ich glaube jetzt an überhaupt nichts mehr. Meine Freunde in Ägypten haben wir ebenfalls erklärt, dass man dort Vorsorge trägt, falls man in Mesopotamien Gelüste auf einen Glaubenskrieg habe, und man werde weiterhin die Staatsreligion, der Glaube an die Sonnengötter, vollziehen. Also damit ist klar, dass Mesopotamien keine Chance hat, im Reich der Ägypter sich festzusetzen. Ägypten ist momentan der Nabel der Welt, und man kann es sich doch nun wirklich nicht leisten, auf einmal von den Glauben an die Sonnengötter zu den Glauben an den Halbmond überzuwechseln, weil das auch den gesamten Bau der Tausenden von Pyramiden, die in den letzten Jahren dort erbaut wurden, in Frage stellen würde. Ich war ja selbst dabei, als man in der ägyptischen Ortschaft Gizeh die drei größten Pyramiden erbaut hat, und kann nur noch heute von meiner Bewunderung für diese Bautechnik schwärmen. Aber selbst in Ägypten baut man heute keine neuen Pyramiden mehr, weil man inzwischen mehrere 1000 Pyramiden gebaut hat, quasi in jedem Kuhdorf steht eine Pyramide. Und es zeigt sich auch, dass die Touristenwelle etwas zurückgeht, weil es einfach zu viele Pyramiden gibt. Die meisten Touristen fallen sowieso entweder nach Gizeh, Theben oder in die ägyptische Hauptstadt Phönix, die anderen Pyramiden bleiben somit irgendwie vom Tourismus vernachlässigt. So wie vor 300 Jahren jeder Bürgermeister in seiner Ortschaft ein Schwimmbad gebaut hat, hat er dann beziehungsweise jeder Bürgermeister hat dann in seiner Ortschaft eine Pyramide gebaut. Die Touristen bleiben aus und schauen sich eben nur die großen Pyramiden in den großen Städten an. Ich sagte es ja schon, ich bin aus Arata am Persischen Golf regelrecht vertrieben worden und bin jetzt hier in Cusco im Reich der Inka. Leider ist meine Rente so klein, dass ich noch etwas dazu verdienen muss, selbst wenn die Regierung die Renten seit der letzten Rentenerhöhung im Jahre 12.305 vor Christus um 2% erhöht hat. Ich musste mir also noch einen Nebenjob suchen, um über die Runden zu kommen.
Hier im Reich der Inka ist die Religion erhalten geblieben, und man glaubt an die Sonnengötter des Inti. Als ich hier in Cusco mit all meinem Hab und Gut und meinen alten Möbel ankam, bin ich sogar von dem derzeitigen Herrscher, dem Inka-König Tafantinsuyu, persönlich begrüßt und beglückwünscht worden, da man nach Ansicht des Königs dringend neue Einwanderer zur Erhaltung der Wirtschaftskraft brauchte. Ich habe hier in Cusco auch gleich eine Dreizimmer-Neubauwohnung mit allem Komfort bekommen, und der König Tafantinsuyu hat mich gebeten, einen Tag später zu ihm zu kommen, weil er gleich für mich einen neuen Arbeitsplatz beschaffen würde. Als ich am nächsten Tag persönlich bei dem König der Inka Tafantinsuyu vorbeigegangen bin, habe ich dem König meine Karten offen auf den Tisch gelegt und gesagt, dass ich von meiner kleinen Rente nicht leben kann und noch einen Zusatzjob brauche. Wir haben bei einem Gläschen Wein mehrere Stunden miteinander diskutiert, weil der junge König, der erst 28 Jahre alt war, alles aus der Vergangenheit wissen wollte, da ich als alter Mann von über 400 Jahren ja viel erzählen konnte. Der König Tafantinsuyu wollte alles wissen, wie es damals also vor 250 Jahren mit dem Klimawandel gewesen ist, und ich habe ihm das erzählt, dass ich damals immer nur mit Hut und Mantel herumlaufen musste, weil es so kalt war. Das konnte sich der König Tafantinsuyu überhaupt nicht vorstellen, weil er überhaupt nicht wusste, wie Eis und Schnee überhaupt aussieht. Dann wollte der König Tafantinsuyu genau wissen, wie das mit dem Untergang unserer hochentwickelten Stadt Atlantis gewesen ist. Unser König Tafantinsuyu sagte, er höre fast jeden Tag im Radio den Prophet Atlantis, und ich habe ihm gesagt, ja, der Sänger dieses Prophets Atlantis ist mein alter Freund Professor Donovan von der Universität in Atlantis, der an dem Tage gerade eine Vorlesung in seiner Universität gehalten hat, als auf einmal die Stadt Atlantis im Meer verschwand. Der Professor Donovan hat diesen Profit eigentlich nur deshalb gemacht, weil er nachher sein letztes Gehalt nicht mehr bekommen hatte und er irgendwie Geld brauchte, und deshalb sei er ins Pop-Geschäft eingestiegen. Der König Tafantinsuyu gab mir dann auf einmal die komplette Platte, die er sich wohl vorher in ein Musikgeschäft gekauft hat, und bat mich, ich möchte ihm doch ein Autogramm von diesem Pop-Star besorgen. Am Ende des Abends, als wir fast vier Flaschen des Terrassenweins der konsumiert hatten, kamen wir dann zur Sache und ich bat den König Tafantinsuyu, mir zu sagen, welchen Job er mir vermitteln könnte. Der König Tafantinsuyu sagte zu mir, er hätte etwas ganz Besonderes, aber es müsse unbedingt geheim bleiben, ich dürfe darüber nicht reden. Er bot mir den Job als Nachtwächter für die geheime neu erbaute Inka-Hauptstadt Machu Picchu an. Der König der Inka Tafantinsuyu meinte, es muss vor dem Volk noch unbedingt geheim bleiben, da er noch nicht wisse, wann er die neue Hauptstadt hoch oben auf den Bergen eröffnen wolle, vor allen Dingen deshalb, weil die Besatzungsregierung der Maya nichts davon wissen dürfe, weil er die Absicht habe, sich von diesen sogenannten Maisfressern aus Yucatan loszulösen und einen eigenständigen Inka-Staat zu gründen. Ich habe daher gesagt zu unserem König, das soll ihm doch eigentlich egal sein, denn die Maya-Besatzer verstehen ja überhaupt kein Wort, da sie die Sprache der Inka, nämlich Quechua, überhaupt nicht verstehen, und die Maya verstehen doch nur Bahnhof. Aber der König der Inka meinte, man müsse vorsichtig sein, die Maya haben auch Spitzel von dem dortigen Verfassungsschutz, die hier in Cusco herumlaufen und ständig Berichte nach Yucatan schicken. Ich fragte unseren König auch, was er eigentlich gegen die Maya habe, denn die Maya haben doch Unglaubliches geleistet und sind die Könner der technischen Entwicklung, aber der König meinte, ich mag diese Maisfresser aus Yucatan einfach nicht. Dann meinte noch der König, seine Abneigung gegen die Maya sei auch damit begründet, dass er einer Oppositionspartei angehöre, die Partei der Schöpfergötter, die den Schöpfergott Viracocha und der Erdgöttin Pachamama verehren, und diese Partei ist die Maya ein Dorn im Auge. Die Maya sollen sogar gegen diese Partei einen Verbotsantrag beim Verfassungsgericht der Staatengemeinschaft des Äquatorspeckgürtel eingereicht haben.
Der König der Inka, sagte mir auch noch, er glaube, dass er gute Chancen hat, diesen Prozess vor dem Verfassungsgericht der Staatengemeinschaft des Äquatorspeckgürtel zu gewinnen, weil inzwischen das Verfassungsgericht die Maya-Regierung aufgefordert hat, Beweise vorzulegen, dass sich das Inka-Reich tatsächlich selbstständig und unabhängig machen wolle. Das sind also erstmal die Gründe, weshalb die geheime Regierung Hauptstadt Machu Picchu auch erst einmal vor dem Volk geheim bleiben muss. Außerdem ist sehr weit ab von Cusco hoch auf den Bergen gelegen, sowieso nicht für jeden sofort erkennbar, weil diese Regierung Hauptstadt bzw. die erste Regierung Hauptstadt werden soll, in den Wolken liegt. Und dann hat der König der Inka mir noch ganz etwas anderes erzählt, was ich natürlich schon wusste, aber was mich sehr beunruhigt. Er sagte so lapidarer Herr, wenn die Welt untergeht, dann geht unsere neue Hauptstadt Machu Picchu ganz bestimmt nicht mit unter, weil sie in 3500 Meter Höhe auf den Bergen und in den Wolken liegt. Aber das war es nicht, was mich beunruhigte, sondern das Maya-Reich, welches ja nun wirklich aus ganz exzellenten Mathematikern besteht, hat errechnet, dass angeblich nach dem Maya-Kalender die Welt in 45 Jahren, also im Jahre 12.255 vor Christus, untergehen soll. Na wenn, das passiert, aber es ist ja noch 45 Jahre hin. Meinen Job, oder besser gesagt meinen Nebenjob, habe ich denn gleich am Folgetag als neuer Nachtwächter der geheimen Inka-Regierung Hauptstadt Machu Picchu angetreten. Zuerst muss ich noch in die Kleiderkammer, um eine Uniform abzuholen, oder hat man mir als Mitaufpasser gleich einen gezähmten Puma mitgegeben, der nunmehr bei meiner Arbeit als Helfer und bester Freund seine Dienste tut? Der König der Inka sagte mir noch zum Abschied, Geld ist Geld und Schnaps ist Schnaps, und wenn er auf seine neue Residenz, die noch total geheim bleiben muss, erscheine, müsse auch ich den dort herrschenden Richtlinien folgen, und wie alle anderen Diener vor unserem König barfuß erscheinen. Ich habe gesagt, das ist für mich kein Problem, die Wasserversorgung in der 3500 Meter hohen geheimen Regierung Stadt Machu Picchu ist so hervorragend, dass ich mir an jeder Stelle ja sofort die Füße waschen kann. Also ich muss schon sagen, als ich quasi aus Arata fliehen musste, hätte ich nicht geglaubt, dass ich mich hier in Cusco im Inka-Reich schon gleich wieder ins gemachte Bett legen kann. Ich habe Arbeit, obwohl man hier weiterhin sehr viel Arbeitskräfte sucht, und mir geht es gut. Cusco ist eine pulsierende Stadt, ich würde sogar sagen, die pulsierende Stadt in ganz Lateinamerika. Hier macht zurzeit eine Firma nach der anderen auf, weil man in eine neue Zeit eintreten will. Der König der Inka hat seinem Volk versprochen, wenn man die Unabhängigkeit erreicht, wolle man zur wirtschaftlichen Großmacht werden und ganz besonders die Textilindustrie, hier ist das die Webindustrie, fördern. Die gewebten Tücher hier aus dem Reich der Inka sind in der ganzen Welt des Äquatorspeckgürtel gesuchte Stücke und verkaufen sich wie warme Brötchen. Deshalb werden hier in Cusco auch ständig neue Webereien aufgemacht und jetzt kommen schon Gastarbeiter aus allen Ländern des Äquatorspeckgürtel hierher. Bei meinem persönlichen Gespräch mit unserem Inka-König hat dieser mir ja auch gesagt, er wolle das Reich der Inka von einer Nation der Landwirtschaft zu einer Industrienation machen, und deshalb wird hier die Webindustrie auch so gefördert. Aber wie es so ist, wenn eine neue Industrie aufgebaut wird, dann gibt es auch gleich wieder Oligarchie, und hier ist bereits der erste auf dem Plan erschienen. Der Inka Manco Capac, in Wahrheit ist er der Sohn des Königs, behauptet aber, er sei der Sohn der Sonne sowie seine Schwester Mama Odlo, die ebenfalls Tochter des Königs ist und von sich behauptet sie sei vom Sonnengott Inti geschickt, haben auf der neben allen von Cusco liegenden Sonneninsel Titicacasee ein regelrechtes Industrieimperium, tausende von Webgeräten, aufgebaut und machen Preisdumping. Das wird vielleicht dazu führen, dass die kleinen Handwerker in der Webindustrie hier im Inka-Reich bald wieder verschwinden. So, nun muss ich für heute schließen, ich muss nämlich gleich zur Arbeit und meinen Dienst als Nachtwächter für die neue Regierung Hauptstadt Machu Picchu antreten, meinem Wachtbuma gebe ich noch ein Stückchen Fleisch, und dann geht's zur Arbeit. Seltsam kennt sie, meine Tagebücher aus dem Jahre 12.500 vor Christi, Buch von seltsam kennt sie selten sie.
Meine Tagebücher aus dem Jahre 12.500 vor Christi, von D. Seltzer Mackenzie komponiert. Von D. Seltzer Mackenzie. Ein Titelsatz für diese Publikation ist bei der Deutschen Staatsbibliothek hinterlegt. Originalausgabe, R. Meine Tagebücher aus dem Jahre 12.500 vor Christi, R. 2015 bei D. Seltzer Mackenzie, DRF Molecular Biology and Genetics, Publisheit bei Mackenzie Media Publishing, auch als Hörbuch und E-Book, EPUB, ISBN 978-1-291-86654-4, Euro 9,80 mit Gesamt 1585 Seiten. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form, durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren, ohne Genehmigung des Autors und Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.